Arthur, danke für deinen Einsatz als FUBA-TV-Gastreporter sozusagen. Ja, war ein tolles Turnier. Wie hast du es erlebt? Es waren zwei wunderbare Tage, vor allen Dingen gestern mit den Testspielen der André Schüle-Auswahl gegen Benfica und gegen Chelsea. Wir haben 4 Wochen auf dieses Event mit den Jugendlichen hingearbeitet. Es war toll. Es war auch toll, wie sich die Spieler verkauft haben, wie sie gefightet haben und wie sie als Team aufgetreten sind. Die Ergebnisse waren ja 3-1 Niederlage gegen Chelsea und 2-1 gegen Benfica. Für Jungs hier aus der Region war das sicherlich ein sehr, sehr tolles Erlebnis. Heute und gestern zwei wunderbare Tage bezüglich des Wetters. Tolles Fußballwetter, gute Spiele, gute Zuschauer, viele Zuschauer. War eine rundum gelungene Veranstaltung. Neben den hochkarätigen Mannschaften aus Deutschland gab es ja heute ein paar internationale Hochkaräter, FC Chelsea und Benfica Lissabon. Ja, wie konnte man diese an Land ziehen und wie schwierig war es, sie dann nach Mutschelbach zu bekommen, also auch logistisch? Ja, schwierig war es natürlich, weil diese Clubs natürlich in Europa sehr viele Einladungen bekommen, überall vorzuspielen. Aufgrund meiner Kontakte im Sport zu verschiedenen noch Fußballprofis oder Ex-Fußballprofis gelingt es mir immer wieder, an die richtigen Personen zu kommen, die das dann auch entscheiden. Und so war das für uns oder für mich dann relativ einfach, die Clubs hierher zu kriegen. Was nicht heißt, dass es organisatorisch eine Mammutaufgabe ist, Flüge zu planen, Abholungen zu planen. Man glaubt erst dann, dass sie kommen, wenn sie wirklich gelandet sind. André Schürrle war der Namenspatron zum zweiten Mal. Wird es auch ein drittes Mal einen André Schürrle Cup geben? Also ich gehe mal davon aus, dass er das nächste Jahr und die übernächsten Jahre auch das Turnier begleiten will. Ich weiß nicht, was der ATSV geplant hat für nächstes Jahr. Da kann ich noch gar nichts dazu sagen, weil wir heute erst das 17er Turnier beendet haben. Man muss jetzt einfach schauen. Wie ich gesagt habe, das Entscheidende ist, ein Turnier ohne Sponsoren wird schwierig, auch mit internationalen Mannschaften, das darf man nicht vergessen. Man muss die Mannschaften, wie gesagt, die Flüge bezahlen, die Unterbringungen, das kostet auch ein bisschen Geld, sodass ich noch keine Budgetplanung gemacht habe mit meinen Vorstandskollegen, ob wir uns das nächstes Jahr leisten können oder nicht. Aber ich gehe davon aus, dass dieses Turnier auch nächstes Jahr gute Mannschaften da haben wird und auch unter dem André Schürrle Cup fortgeführt wird. Ich möchte aber, wenn ich das noch sagen darf, das ist mir ganz wichtig, mich recht herzlich bedanken bei der Porsche AG, beim stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Lutz Meschke für die großartige Unterstützung, auch anhand seiner Spende, die Porsche AG getätigt hat. Bei Frank Niehage von der Firma Fintech AG in Frankfurt. Bei TISPER hier möchte ich Wolfgang Michel nennen, der mich hier auch unterstützt hat. Bei der Südwestbank, bei Dr. Wolfgang Kuhn. Bei der Vertiva Family Office, beim Herrn Kogge und beim Herrn Mülheim. Auch hier für die Spenden. Ohne diese Spenden wären diese ausländischen Mannschaften heute hier nicht gewesen, muss man ganz klar sagen. Wenn du bei diesem Turnier eine Sache rauspicken, hervorheben wolltest als Besonderheit, was wäre das? Oh, da habe ich 2, 3. Erstens freut es mich natürlich riesig, dass Benfica Lissabon den Pott mit nach Lissabon nimmt. Ich hatte es auch in einem FUBA-Interview angekündigt vor ein paar Wochen, das kann auch jeder nachlesen, dass es mein Wunsch wäre, dass Benfica den Cup holt. Das ist heute passiert, also bin ich sehr glücklich. Für mich das Highlight waren nicht nur die zwei ausländischen Mannschaften an diesem Wochenende, sondern für mich war wirklich das Highlight die André Schürrle-Auswahl, wo ich Kindern, Jugendlichen die Möglichkeit gegeben habe, hier sich einfach zu präsentieren, unabhängig vom Verein, für welche die Kinder spielen, das ist mir sehr, sehr wichtig, sondern wirklich hier Reichenbacher, Langensteinbacher zu haben, Bayertheimer zu haben, Leute vom FC Singen. Das war ein super Event. Ich hätte gerne nochmal eine Auswahl, weil das war wirklich toll und auch die Jungs waren super gut und waren einfach auch als Team eine Mannschaft. Das hat mir unheimlich Spaß gemacht und ich werde diesen Cup dieses Jahr nicht nur in Erinnerung behalten, weil Benfica das Turnier gewonnen hat, sondern sicherlich auch wegen der André Schürrle-Auswahl. Arthur, ich danke dir vielmals für das Interview und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.